Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Center Station Simulator. So, ich mache hier gleich im Anschluss zum anderen Teil weiter. Und wir gucken mal, der ist noch am Produzieren. Und so schnell sind die Barren dann weg, ne? Ist wirklich unglaublich. Wir machen hier mal weiter. Und ich gucke noch mal. Hier schon irgendwas Eisenmäßiges? Nee. Haben wir noch nicht voll. So, dann schmeiße ich hier nochmal ein Zement an. Damit ich vielleicht heute mal dieses Teil hier umsetzen kann. Warte mal. 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann noch zweimal anschmeißen. Ich muss mal gucken, ob ich schätzen kann, wie viel Ton hier noch drin ist, dass ich endlich dieses Ding hier umsetzen kann. Ja, Sand ist nicht so wild. Da ist aber noch mehr als zweimal Ton drin. Das wird viermal oder so sein. Oh. Aber ich glaube, nee. Mann, Entschuldigung. Na gut, wir kümmern uns jetzt mal hier weiter. Na, so. Also mal gucken, ob die zwei da schon ausreichen, dass ich die zeitnah dann pflanzen kann. Oder weil das ist jetzt auch fertig hier. Stopp. Dann das Blaue. So, und jetzt mal gucken, wie viel Eisen habe ich denn hier? Kann ich hier 10 Eisen entbehren? Ich entbehre hier mal 10 Eisen. So, hier mache ich mal aus. Ich entbehre jetzt mal 10 Eisen. Und mache hier mal ein Regal weiter fertig. Damit ich wirklich für jede Mehlsorte ihr. Ach nee, ich brauche nur 8. Naja gut, dann bringen wir die wieder zurück. Und dann. Nee, so war das jetzt nicht gedacht. Danke. So. Ihr seid schon wieder fertig. Das ist sehr schön. Mit dreien würde es natürlich noch schneller gehen, ne? So, weil ich warte dann, dass die alle gleichzeitig fertig sind. Ich muss aber mal gucken, ob es reicht. Dann würde ich den nämlich auch von hier nach da umbauen. Das sieht dann besser aus. So, dann bringen wir erstmal das Eisen wieder weg. Und der Zement ist schon wieder fertig. Und irgendwie weiß ich nicht, ob jetzt die neuen Samen drin sind. Irgendwie war in diesem Update irgendwas, aber das habe ich nicht so richtig verstanden von der Übersetzung her. Schauen wir mal. Mir ist das jetzt eigentlich auch egal. Ich mache den Zement hier fertig. Ich muss aber noch mal 3 Dinger hier rein tun. Ich mache den Zement jetzt hier fertig. Und die restlichen, die schmeiße ich halt hier unten hin. Die kommen dann oben in Verkauf. Und dann ist gut. Das ist ja Wahnsinn.
Ich glaube, so drei Ton sind noch drin, würde ich sagen. So, das sind drei Zement, ja, da sind vier Ton drin. Okay, da muss ich das noch viermal anschmeißen. Okay, so. Was machst du so hier? Alles klar. Gut, dann gehen wir mal oben noch mal kurz abkassieren. Und dann kann ich mich langsam mal an die Dinger da, ups, an die Dinger da machen. Dass ich dann erstmal weiß, wie viel Wasser- und Stromproduktion ich brauche, bevor ich weiter ausbaue. So. Guten Tag, die Dame. Thank you. Good day. Wir müssen auch bald mal wieder Kohle schreddern. Hello there. Hier oben. Thank you. Goodbye. Hello there. Achso, und das Dosending müssen wir dann auch mal fertig machen. Thank you. Good day. Hello there. So, so. Thank you. Good day. Hello there. Ja, ja. Thank you. Goodbye. Hello there. Bada bam. Schöne Limone. Hello there. Hello there. Thank you. Good day. Hello there. So, und ich habe immer noch nur 10 Parkplätze. Ich werde auch nicht Thank weiter you. ausbauen. Du kriegst ja, wie gesagt, ich werde auch die automatische Kasse nicht machen. Hello there. Du kriegst das ja sonst nicht aufgefüllt hier. Thank you. Good day. Hello there. Thank you. Goodbye. Wie gesagt, schön wäre, man könnte halt den Laden zumachen, ne? Ja, hier muss ich auch langsam wieder schreddern. Dann kann man erstmal in Ruhe auffüllen. Alles. Und dann aufmachen. Bis alles leer gekauft ist. Und dann macht man wieder auf. Das wäre schön. Das haben ihm doch bestimmt auch schon ein paar vorgeschlagen, oder? Dann würde ich auch die elektronische Kasse nutzen. So. Wenn da nicht gegen. Dann kümmern wir uns kurz ums Wasser. Das war das. Zack. Kohle. So. Ich glaube, das ist die letzte Schicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. Die können wir noch auf die Palette packen und die anderen schmeißen wir dann dahin. Dann kann ich wenigstens dieses Teil hier abbauen. Okay, dann. So. Dann kriegen wir jetzt auch mal die Felsen weg, die ja noch so rumschwirren. Einen noch, ne? Oder? Waren das schon drei jetzt? Das waren schon drei. Start. Das heißt, ich muss da noch sechs reintun. Gucken wir mal. So.
So, das sind dann die drei für die nächste Rutsche. So. Dann gucken wir mal hier jetzt. Das ist jetzt natürlich. Ne, ich muss ja auch noch pflanzen, ne? So. Das packen wir da schon mal rein. Hello there. Ich erschrecke mich immer, wenn die hier Hello sehr sagen, weil ich finde es auch unlogisch, weil eigentlich sehen sie mich ja nicht. Oh. hatte ich mich, ja, 26, also 10 müssen hier noch rein. Dann warten wir erstmal, bis das hier alles ausgewachsen ist und dann gucken wir mal, ob das mit zwei Dingern besser geht. Dann, auf jeden Fall ging es jetzt schon mal schneller, das mit dem Herstellen, muss ich echt sagen. So. Dann haben wir hier noch 4 Dinger. Macht 16 Bretter. Eins, zwei, drei, vier. So. 16. Bim, 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 so. So, lass mal gucken. Die Do. Oh, ist alle. Aber hier geht noch was, oder? Gut, dann machen wir hier erstmal Stop. Und ja. Über Dingsen kann ich noch nicht. Ich muss das Ding ja erstmal herstellen. Aber ich hätte gern erstmal die Dosen rüber geswitcht und dann hier nochmal Dosen hergestellt. Also das Aluminium ist ja weg ohne Ende. So, gut. Achso, das ist ja voll. 2, 3, 4 und dann die nächsten 3. 1, 2. Zwei. Jawohl. Sport. Okay. So, dann haben wir ja noch einen Stein über, denn. Dann kann ich erstmal wieder Kohle schreddern. So. Wie gesagt, einen Motor dann noch machen. Also ich gucke mal, ob ich da jetzt auch noch einen anreißen kann, weil das ging ja nicht da vorher. Guck mal, hier geht keiner mehr hin. Warum auch immer. Komisch. Nee, das ist. Ich weiß, es ist laut. Mir geht's auch auf den Nerven. Warte mal. Ist der irgendwie näher? Der ist ein bisschen näher dran, ne? Ja. Naja, dann ist es halt so. Okay, so. Ja, Aluminium, wie gesagt, da muss ich erstmal warten, bis ich da wieder herstellen kann. Das ist ja. Nö, das dauert ja. So, ich will jetzt endlich diese Maschine da abreißen. So, okay. Dann machen wir erstmal hier. Dass ich dann hier mal langsam das Gemüse weiter ausbauen kann.
dass ich mal alles habe. Ach so, hier. Wie gesagt, es gab da eine Update-Benachrichtigung, die hörte sich so an, als hätte er jetzt irgendwelche Samen noch mit reingebracht, weil diese 5, die ich nicht habe, die gab es ja nicht im Spiel bis eventuell zu dem Update. Oh, ich muss gehen. Oh Gott, Entschuldigung. Oh. Dann haben wir hier schon mal die Bredos. Die Bredos, die Bredos. Was macht ihr so? Ihr seid auch noch nicht gut. Ja, also man müsste ja, damit man das Regal auf einmal vollkriegt, müsste man ja Felder und Mühlen haben ohne Ende. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. So, dann können wir hier mal uns um das kümmern. Dass wir noch ein bisschen Kompost kriegen. Weil das Getreide haben wir jetzt outgesourced, sage ich mal. Das Getreide ist extra hier und also das, was fehlt, ist wohl Roggen. Da muss ich die Abteilung eh vergrößern, ne? Wenn es nochmal Roggen gibt. Später. Dann gibt es ja nochmal Mehl oder sowas. Na, okay. Weil ich denke mal, Roggen wird ähnlich wie Weizen sein. Also, wenn wir davon ausgehen, warte mal so. Eins, zwei. Warte. Ich denke laut. Also, wenn. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Sachen sind nur nicht drin. Die beiden Trauben, Sonnenblumen, Kartoffeln und der Roggen. Aber der Roggen würde eh nicht mitzählen. So, dann bräuchte ich, um jede Sorte anzupflanzen, einmal. Mais ist ganz normal. Also 10. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, bräuchte ich, nee, 39 waren das. Bräuchte ich 39 Felder. So, 8. Das sind 32 hier. Und mit den Trauben weiß man später nicht, ne? Dann müsste ich hier wirklich nochmal 2 ausbauen. Aber ich muss ja dann nicht alle ausnutzen. 2, dann würden mir noch 7 fehlen. Also nochmal eine Reihe so lang. Beziehungsweise da passen ja noch 4 hin. Also ein. Ich bräuchte erstmal nur einen Ausbau eigentlich. Kann man nicht hier. Ich kann mich nicht hier durchbewegen. Ne, hier geht's, ne? Nee. Das heißt, ich müsste dann vielleicht auch mal einen Platz lassen, dass man langlaufen kann.
Das wäre gar nicht so schlecht. So, was haben wir jetzt hier? Ich denke immer laut, ne? So. Ja, denke, denke, denke. Genau, dann können wir das mal machen. Ich baue jetzt hier mal aus. Eins. Zwei. Kann ich denn über die? Über die kann ich gehen. Über die. Nur wo die Bäume sind, kann ich nicht lang. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. So. Machen wir die Seite auch noch, dann ist es gleichmäßig. Eins. Drei. Vier. Fünf. Und sechs, so. Da habe ich sogar schon eine Wand. Okay, hier passen genau vier hin, aber... Ja, das könnte ich so machen. Vier hin da und hier in der Mitte lasse ich zum Durchlaufen oder so. Oder ich mache da den hin, ne? Den Komposter erstmal. Das könnte ich auch machen. Dann ist der hier weg. So, aber ich glaube, hier kommt nicht viel Neues bei rum, ne? So. Warum sieht denn das so unterschiedlich aus? Guck mal. Die sind so gleichmäßig. Sind die vielleicht, sehen die Bambusstäbe vielleicht von der Seite so und von der Seite so aus? Ja, tatsächlich. Es ist ja komisch. So, hier sind wir auch wieder fertig. Aber der ist ja gleich zu Ende. So, und dann bin ich am Überlegen. Denke, denke, denke. Ist schon wieder fertig? Nee. Ob ich hier dann nicht wirklich die Abteilung zumache, so mit Türen, ne? So wie da. Aber warte. Habe ich hier den Zement schon ganz vergessen? Hahaha. So. Das müsste jetzt. Genau, jetzt muss ich die letzte Ladung Stein reinpacken. Und dann kann ich den hier umbauen. Sand befülle ich dann von draußen. Wie gesagt, das Ding. Ups, das Ding kann ja laufen. Das Ding kann ja laufen, aber dann ist hier der Ton und der Zement raus. Also der Ton und der Felsen. Und dann steht das Ding hier nicht mehr im Weg. Ne? Weil ich bin am Überlegen, wenn ich das hier so... Hier so Türen machen. Und Tour. Sind die nicht gerade? Doch. Ich hätte es aber schon gerne so. Okay. Guck das dann da irgendwo durch?
Warum ist denn das nicht gleichmäßig? Wisst ihr, was ich meine? Die haben mir die gleiche Größe und die sind genau links und rechts von einem Block. Und so ein Ding ist ein Block. Warum ist das dann? Hier stehen nur zwei. Naja, okay, ganz knapp. Dass man dann so durchgehen muss. Und dass ich das auch vor die anderen Abteilungen mache. So habe ich mir gedacht. Denke, denke, denke. Okay, hier steht es ein bisschen drüber. Aber das könnte ich ja dann anpassen, denke ich. So. Ja, dann hätten wir hier nämlich abgeschlossene Abteile. Aber die müsste ich vielleicht noch mal. Warte mal. Wenn ich jetzt hier noch mal das so anpasse, dass das hier mit denen abschließt. So. Ja, und ich den auch noch mal anpasse. Warte. Warte, warte, warte. Dann sieht das doch gleich anders aus, ne? Dann habe ich hier nämlich so Abteile. Dann kommt das doch gleich besser. Würde ich sagen, das sieht doch gar nicht so unschick aus. Und das würde ich dann hier auch so in der Art machen. Und das Lager hier so in der Mitte lassen. Was ich mit dir mache, weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Du stehst ja eigentlich ganz gut an dem Dingens. Aber ich müsste die Paletten irgendwie auch nochmal irgendwie anders hinstellen. Okay, ihr Lieben. Dann beende ich den Teil hier für heute. Ich bin dann mal fleißig, ich baue mal wieder um und so weiter und so fort. Und dann werde ich euch dann mal das Ergebnis wieder präsentieren. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.